Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Judgment. Beim letzten Mal habe ich schon Tani davor gewarnt, dass er eventuell ins Visier des Curaig-Clans geraten sein könnte. Woraufhin wir von ihm erfahren haben, naja, so indirekt zumindest, dass er auf jeden Fall mehr über den Maulwurf weiß, als er zugibt. Und dass diese Maulwurfmorde etwas wesentlich Größeres sind, als wir aktuell vermuten. Und zwar steckt da ein ganzes Bauunternehmen hinter noch mit drin und die wollen Tokio neu gestalten und die will nämlich die Taube und schauen uns mal an, was beim Curaig-Clan so abgeht hier bei KJ Art, weil KJ Art, ja, hängt wohl auch mit diesem Bauunternehmen logischerweise da zusammen und Drohne. Es ist schon lange, dass ich das einfach von Hand machen musste und das nicht automatisch passiert ist. Na gut, los geht's. Fliegen wir rüber. Oh, jetzt sehen wir auch da unten unsere letzten Fotos, oh Gott. Also, was machst du da, hä? Du Sack. Warum ist es so windig? Oh Gott. Bitte? Ich möchte kein Foto machen. Ich möchte ihn mir angucken, wenn das gehen würde. Hilfe. Ansehen, ja. Was soll ist hier los? So ein Unwetter. Und dafür 120 SP, wirklich? Mich stand ja schon immer noch, dass niemand diese Drohnen sieht, ne? Wirklich. So leise sind die Dinger auch nicht. Yeah, not so sure it's that simple though. Take another look. Morase's alone. Your point being? Wo sind die anderen? Ja, etwa hinter uns. Wow, Leute. Hands up. Oh, shit. Wow. Hat er die Drohne dann doch gesehen? That Matsugane guy died at our hands. Always knew we'd get some Tojo clan boys sent over here. So, you see, we've been expecting guests this whole time. Yagami-san. Ideas, Kaito-san? You're the ideas guy, aren't you? Damn it. If you two clowns really were Tojo Clan, we'd have gouged your eyes out by now. What the hell is the ground? Town's sure noisy, huh? No one will care about, say, a couple of gunshots up here. Whose bright idea was this? This guy. Huh, is that really how it's gonna be? Danke, Kaito! Solomon. And just who are you? Good question, Kaito-san. Satoshi Shioya's the name. Aha. Satoshi Shioya. Von dem haben wir wohl auch schon gehört. Kyori Clan's captain, huh? Higashi mentioned him. Hey, get some cuffs on these fools. I've got some burning hot questions to ask them. You ready? I think we're gonna have a little fun. Ich weiß nicht, ob wir ein bisschen Spaß haben werden. Ja, sehr schön, Kaito. You think I'm messing around? Ich denke, wir sind krasser als ihr. No! Oh Gott, Maskenmann! Ja, let's go! Shit. Vielleicht erfahren wir jetzt langsam mal endlich, wer er ist. Why? Is this really the time? Nee, ich glaube echt nicht. Fair enough. Come on, let's move! Können wir da mit? So cool, so cool. Vielleicht hat er sich lange mal überlegt, ha? Will doch nochmal uns mitmachen. Wahrscheinlich, wir sind auch auf jeden Fall besser als seine ursprüngliche Gruppe, würde ich sagen. Wesentlich eher auf der Seite der Gerechtigkeit und sowas. Kann ich das mit ihm auch EX-Moves, ja, als Team machen? Wahrscheinlich schon. Mal schauen, was er da so gleich zu sehen bekommen. Aber erstmal ein bisschen aufräumen hier, ja? Sind mir ein bisschen zu viele. Und er hat auch auf jeden Fall wieder zwei Lebensleisten. Ja, ist wieder ein richtiger Bosskampf hier. Ja, das freut mich doch. Alleine schon, weil ich dann weiß, dass es bei der Hälfte wieder eine coole Cutscene gibt. Das ist irgendwie mein Lieblingsteil der Bosskämpfe. So blöd das klingen mag. Warum benutze ich nochmal Kranich, wenn ich eh jetzt schon einfach nur gegen einzelne Gegner kämpfe? Ich weiß es nicht. Okay, das war's jedenfalls. Das packe ich mir. Ey, ich habe mir was gepackt hier. Du kannst mich einfach umtreten. Das passiert jetzt mal, wenn ich irgendwas aufhebe. Lass mich gehen!
Okay, ich heile mich erstmal. Wir fangen den Kampf jetzt ganz entspannt nochmal an. Von vorne. Ich habe keine neuen Heil-Items gekauft auf jeden Fall, aber das ist nicht so schlimm. So. Ich kann auch jetzt das hier machen übrigens. Das wollte ich nicht zeigen, nein. Okay, wir sind ja schon in der zweiten Phase. Jetzt kann es losgehen. Was kommt noch mehr? Von den Affen? Wirklich? Ach Mann. Darauf war ich nicht vorbereitet. Na gut, ich metze mich da durch jetzt. Was? Oh, das wollte ich gar nicht, aber in Ordnung. Anscheinend wollte ich das doch vielleicht. Ja, ja, meinetwegen, klar. Warte mal, war das der Boss? Oder warum ist seine Lebenszeit? Das war der. Das ist doch nicht der Boss gewesen. Nein, okay, die Lebenszeit wurde doch jetzt angezeigt. Das hat mich sehr stark verwirrt, so sah das doch gar nicht aus. So. Weg hier, bitte. Ja, EX-Aktion, klar, gerne. Hau drauf. Jetzt aber. Sehr nett. Und das hat auch ordentlich Schaden bei ihm gemacht, wie es sein sollte. Ey, lass mich aus der Ecke raus doch erstmal. Bitte. Bitte, lass mich aus der Ecke raus. So, mein Gott, ne? So, jetzt wechseln wir auch langsam mal hier rüber, auch wenn es jetzt echt nicht mehr lohnt mittlerweile. Das war's. Ja, ist schon schön, wenn man nicht alleine ist, ne? Schon wirklich schön, wenn man nicht alleine ist. Der guckt ganz schön traurig da unten aus der Wäsche. Ach, Mann. That's enough. Come on, let's roll. Yeah. Und das ist der krasse Typ, der jetzt hier angekommen ist, wegen dem sie den Krieg angefangen haben. You should come with us. Coming? Oder haut er ab? Sure. Wirklich? May as well. Wait. Ich bin auch überrascht. I'm not letting you assholes get away that easily. Dann halt nicht. Willst du nochmal auf die Fresse? Yakuza, don't fuck around. You three are gone. So cool. So ein cooler Dude. Oh. Kennen wir ihn irgendwoher? Well, shit. You're not half as ugly as I thought you were. What can I say? Not a good idea? Well... Not like I'll get very far with it on, you know? Hot. Okay. Let's go. Wir haben ja auch keine Masken auch, ne? Wir kommen auch irgendwie klar. Wenn er jetzt eh mit uns gemeinsame Sache machen will, dann passt das schon bestimmt. Ist ja kein Dieb mehr. What the hell were you thinking coming here? What? You don't want us around? No. It's just, if Captain Hamura saw you here, he'd... How's he gonna find us if he's off the grid? What are you worried about? Yeah, but... Forget it. Who's your friend? Good question. I'm Sugiura. Fumiya Sugiura. Ja, okay, wir haben, glaube ich, noch nie von ihm gehört, oder? Fumiya Sugiura. Geläuterter Dieb. This isn't the first time Sugiura here saved my neck. That mask. Ain't that the symbol of some big-time burglary ring? It is, but I bailed on that. I'm flying solo now. What were you doing over by KJR? Don't want to talk? No, I just don't know where to start. It's kind of complicated. Hmm? Okay, well, I used to work for the Kajihira Group down at their headquarters in Kansai. You mean the guys backing the Kilray clan? Yeah. I had a job doing IT work for them for a bit. Keeping their servers safe, that kind of stuff. I was their systems engineer. Ein ehemaliger Kajihara-Mitarbeiter, der kriminell geworden ist.
Go on. Naja, sind die nicht alle kriminell? Well, one day I noticed some accounting data was off. They were cooking the books. Really? Turns out the top guys were making a slush fund. They stashed away millions, writing it all off as some vague business expense. Digging it all up was kind of a thrill. Until I got caught. Everything happened so fast after that. They accused me of embezzling company funds and threw me out on the street. Nobody would believe a word I said. But I knew where the money was going. A group of Yakuza known as the Kyorei clan. Specifically, a shell company called KJ Art. If I could just prove it, I'd be able to get back at the bastards who cheated me. Sugihara hat also was gegen die Kajihara Group, ja, ja. Which is why you were staking out the place. I've been keeping watch over there for a while now. I even saw you break in and beat the crap out of Murase. Assuming all that's true, why did you rescue us? You remember when you asked to team up, Yagami-san? Ja, hast du überlegt. Wie gesagt. I thought about it and it seems like a pretty good deal. Might be worth putting our heads together for a while. Me and the Yagami Detective Agency. Especially you, Kaito-san. Huh? No matter how many Yakuza come to take you down, you always have it handled. It's incredible. What can I say? You got a good eye, kid. And don't let it go direct, huh? Hey, can you guys please take this shit elsewhere? So, what do you say? I'm not saying we've got to become best buddies. Doch, but we can at least give each other a hand. How? You want your mole? I want the Kyorei clan. We might not be after the same thing, but there's a lot of overlap. Ja, ich denke auch, ne? How can I get in touch with you? Er zieht jetzt bei uns ein. Oder er hat einfach unsere Nummer. Will that work? Woher? How the hell did you do that? Von dem... Jetzt im Ernst? Not like I had to hack it or anything. Wie? Wie? Wie hast du das nebenbei gemacht? Kids these days. Ja, vielleicht war es auch daher, dass, wie wir heißen. Vielleicht ist es das einfach. Vielleicht kennen wir ihn gar nicht von... Also, wir ihn sowieso nicht, aber er uns vielleicht auch nicht von irgendwo früher, damals, aus unserer krassen Vergangenheit. Was ist ich denn, wie ich es irgendwie erst erwartet hatte. Look, I need to close up shop. So you mind getting out of here? Not that you should have come to begin with. Ja, ja, ist ja gut. Darf ich oder danke? You know, I kind of like this Sugiura kid. That little compliment really won you over, huh? It's not like I fully trust him yet, man. We scratch his back, he scratches ours. As long as that's all he wants, I'm good. Agreed. Anyway, I'm gonna head back to the office. Cool. Later, man. Das Kompliment hat trotzdem ziemlich viel ausgemacht, ha? Ist doch zu einfach. Mich mochtest du nicht so schnell, hast du ja erzählt. Ich mochte es am Anfang gar nicht. Mensch. Okay, wer will was von uns? Hm? Ein Ruf vom Barkeeper. Hallo? Hallo? Was gibt's, machst du das an? Lüftendes Geheimnis um Mari. Ich dachte, du wärst gerne dabei. Weil du Zeit hast. Hm? Ha? Mari? Wer ist Mari? Was? Das ist die Frau, die da saß, ja und? Meinst du das ernst? Diese Frau hat oft biegen und brechen nicht reden wollen. Vielleicht, aber heute ist es soweit, Kumpel. Besonders, wenn du da bist. Warum das? Einige Stammkunden haben eine kleine Wette darauf im Laufen, was ihr Beruf sein könnte. Mir ist ja noch niemand richtig geraten, also dachte ich, das wäre das Richtige für dich, Herr Detektiv. Ich war doch gerade eben im Tender. Vermisst du mich schon? Es sei nicht so. Wenn du gewinnst, bleib kein Geld auf den Tisch. Wir sehen uns, Kumpel. Wirklich jetzt? Der Pen hat einfach aufgelegt. Schätze, ich gehe ins Tender. Ja, okay, dann halt doch nicht zurück nach Hause, wenn ich dafür herausfinden kann, was Maris Beruf ist. Ich konnte mich echt nicht mal an diese Frau erinnern, tut mir leid, Spiel. Ist jetzt nicht böse gemeint oder so, aber die erschien mir bisher nicht so relevant, dass sie mir im Gedächtnis geblieben wäre. Und jetzt ist sie plötzlich mein neuer Hauptauftrag. So schnell kann's gehen. Das macht das Spiel irgendwie gerne, ha? Huh? Also, eine Krankenschwester, ja? Glaubst du, eine Krankenschwester würde jeden Abend alleine trinken gehen? Die haben zu tun und sie sind müde. Hm, dann vielleicht Journalistin.
Die haben nichts zu tun. Ich bezweifle, dass Journalisten so gelangweilt sind, dass sie jeden Abend einen heben gehen. Da bin ich. Ich bin Detektiv, ich kenne mich aus. Bist du auch Detektiv? Oh, ein neuer Herausforderer. Und diesmal Detektiv. Pass auf, Mari. Bist du hier, um etwas Spaß zu haben, Tag? Offenbar denkt ihr, dass ich die Richtige dafür bin. Und er ist einfach nur verzweifelt. Willst du mitmachen? Kostet dich nur 10.000 Yen. Was? Wenn ich jetzt 10.000 investiere, würde ich ganze 40.000 gewinnen. Sei nicht so ein Mesepeter-Tag. Ich glaube, du kannst das wirklich schaffen. Warum mache ich es nicht schmackhafter? Ich werde 50.000 darauf, dass niemand es errät. Was? Das ist ganz schön viel. Also kriegt der Gewinner 90.000 Yen. Es wird in der Tat spannender. Nein, also sie wettet darauf, dass es niemand schafft. Also wenn es jemand errät, dann... Oh doch, ja, doch, klar. Okay, sorry. Das war dumm. Hey. Wie hört sich das für dich an, Tag? Das wäre ein schöner Batzen Geld, wenn du richtig rätst. Ja, klar. Ich bin ja schon hier jetzt noch Nebenfall, ne? Haha. Dann sperr schön die Glotze auf und gib dein Bestes. Lass dir ruhig Zeit. Das Geheimnis der Partylöwen. Okay, na gut. Ich werde versuchen, möglichst viel aus ihrem Auftreten und ihrer Körpersprache zu ziehen. Ja. Mach dir visuelle Hinweise zunutze, um ihren Beruf zu erraten. Visuelle Hinweise. Sie trägt eine Kette und Kleidung. Sie trägt Schuhe mit Blumen. Aha. Sie hat ein Gesicht. Sie hat keine Körpersprache. Mach mal Körpersprache. Sprich mit deinem Körper. Er spricht nicht. Ja, untersuchen. Dieser Stoff ist nicht billig. Und er hat ein klassisches Design. Möglicherweise eine Luxusmarke. Das würde sich niemals nur für ein paar Drinks so anziehen, aber für die Arbeit ist es auch zu dick aufgetragen. Außer es ist ihr Job, dick aufgetragen zu sein. Könnte sie eine Art Freelancerin sein? Sonst noch was? Kleidung, ja, habe ich schon Gesicht. Was gucke ich mir? Ach, die Kette, ja. An dieser Halskette hängen ein paar teure Klunker. Kommt bestimmt nicht aus dem Discounter. Wenn sie selbst gekauft hat, verdient sie gut. Aber es könnte auch ein Geschenk sein. Ja, ist sie... Na? Escort oder so. Dann wiederum ist sie jede Nacht hier, also wird sie wohl kaum jemand Festes haben. Vielleicht... Ist sie schon verheiratet? Nein! Das ist doch komplett absurd, das ergibt doch gar keinen Sinn. Was sind deine Gedanken bitte? Ja, Haare hat sie auch. Die Farbe ist eine gewagte Wahl. Also kann ich davon ausgehen, dass ihr Arbeitsplatz nicht besonders konservativ ist. Ja, sie ist so eine Prostituierte to go halt jedenfalls, würde ich sagen. Die ist wirklich richtig Prostituierte, sondern... Ne? Halt nur mit Leuten durch die Gegend läuft. Kein Abdruck, wo er hätte sein können. Ich nehme also an, dass sie nicht verheiratet ist. Ja, Überraschung. Okay, sie macht nichts mit den Fingernägeln. Ja, 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 gut. Deine Haare sind gefärbt, deine Nägel sind gemacht. Also hast du offensichtlich einen Job mit wenig Regeln. Kein Ring, also kein Ehemann. Du trägst teure Klamotten und Accessoires, also hast du Geld. Und die Tatsache, dass du jeden Abend hier bist, bedeutet, dass du nicht übermäßig lange arbeiten musst. Beeindruckend. Ich weiß es, wenn ich anrufe, wenn ich einen Detektiv brauche. Liege ich soweit richtig? Könnte sein, aber es wäre nicht fair, wenn ich es dir verraten würde, oder? Ich kann bestätigen, dass sie nicht zu knapp Geld hat. Mir ist vorhin aufgefallen, dass du deine Rechnung mit einer schwarzen Karte bezahlt hast, richtig? Mhm. Oh, jetzt wo du es sagst. Mhm. Wirklich? Kriegt man sowas nicht nur, wenn man abartig reich ist? Hey, von wie reich sprechen wir hier? Das ist offensichtlich Geld und Zeit genug. Muss Mari beruflich? Oder das, I guess? Und der Grund dafür, dass du alleine hier bist, hat einfach keine Zeit für dich. Ach wirklich? Das kam auch unerwartet. Hört sich schlüssig für mich an. Also wettest du, dass sie die Liebhaberin eines CEO ist, Tag? Ja. Genau. Möchte noch jemand raten oder ist sie Autor? Damit ist man noch nicht reich. Ich tippe auf Buchhalterin, ja. Ich sage, dass sie Leiterin einer Privatschule ist. Alles gute Kandidatin. Ich wette darauf, dass sie mit Aktien arbeitet. Immobilienmanagement. Also, Zeit, die Wette aufzulösen. Welche ist die richtige Antwort, Mari? Möp, ihr liegt alle falsch. Wow, ich hab gewonnen. Scheiße, das Geld gehört mir. Ah, verdammt. Jetzt muss ich aber gehen. Irgendwann muss selbst ich noch arbeiten, klar? Arbeiten? Du arbeitest jetzt? Ja.
Nicht, dass ich müsste, wenn mich danach wäre. Man sieht sich. Betrug! Ist gut gelaufen. Oh, wir waren bestimmt nicht mal nah dran. Da sagst du was. Wir sind kein Stück weiter als am Anfang. Sag mal, Tag. Gehörst du es für Detektive nicht auch zum Alltag, andere zu beschatten? Ja, ich weiß. Das mache ich natürlich jetzt. Das klingt gut. Mittlerweile wäre ich bereit, für die Wahrheit zu bezahlen. Na schön. Wenn du hast einen Auftrag sein soll, nehme ich ihn an. Wohl oder übel. Mal sehen. Und weh, ich hatte recht. Dann bin ich einfach wütend. Dass ich die Möglichkeit nicht hatte, das zu wählen. Aber wer weiß, vielleicht liege ich auch komplett daneben. Ich meine, was gibt es noch so für Jobs, die man nachts macht? Und wo man sowas anzieht und so, keine Ahnung. Wir werden es sehen. Jedenfalls hat sie sich explizit für die Arbeit ja jetzt fertig gemacht, ne? Ich mach das richtig gut heute. Ja, das ist niemand. Niemand ist hier. Bist du blöd? Ich hab vergessen, wie das Spiel funktioniert. Tut mir leid. Ich bin einfach hinterhergegangen. Okay, ich glaube, wir sind da. Ich glaube, das ist mal das Zeichen dafür. Na genau. Hat immer eine andere Farbe, wenn man gerade angekommen ist. Sie arbeitet in einem Burgerladen? So sehen Burgerbrater nicht aus, glaube ich. Also was die Kleidung und so angeht. Meistens. Burgerbrater. Das ist doch... Mari, das kann nicht sein. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Tut mir leid, ich habe auf den Burgerland geachtet irgendwie. Steht in einem hochklassigen Soapland, verdient man ganz gut. Ja, okay. Ist nicht ganz, was ich gesagt habe, aber sogar noch mehr prostituiert, als ich gesagt habe, tatsächlich. Aha, Mari. Komm nicht auf falsche Gedanken. Eine Freundin von mir hat in einem Schönheitssalon was laufen. Du wusstest, dass ich dir folge? Ja, ich hatte es vermutet. Und das Glück war auf meiner Seite. Wow. Und jetzt ist sie abgehauen. Mist, hat sie mich erwischt? Alter, was bist du, Mari? Vielleicht ist sie doch ein Detektiv. Aber ich könnte eine Chance haben, wenn sie jetzt arbeiten geht. Sie darf mich nur nicht sehen. Mari würde mich sofort erkennen. Vielleicht sollte ich... Oh Gott. Vielleicht sollte ich... Ich bin ein Arbeiter. Ich arbeite. Job. Ja bitte, das sollte es ihr schweren, mich zu erkennen. Also arbeitet sie jetzt hier oder nicht? Folgen auf jeden Fall einfach weiter erstmal. Warte, wir folgen sie wirklich einfach weiter? God damn it. Ich wollte nicht noch mehr Verfolgung machen. Ich dachte, sie hätten sie verloren oder so. Aber nö, es geht immer weiter. Ich war eben umgezogen. On the fly, wie auch immer genau ich das gemacht habe. Sind halt Profi-Detektiv, ja? Der kann sowas. Wo zur Hölle will die hin? Ich bin schon wieder bei einem Burgerladen. Die verarschen mich doch. Hinterher arbeitet sie doch da bei Smile Burger. Ist das ein anderes Smile Burger, aber... Nee, okay, sie läuft schon wieder vorbei daran. Ich verfolge sie echt schon seit einer ganzen Weile, mein Gott. Also ja, ich schalte diese Verfolgungsmission mittlerweile raus, weil die sind echt nicht so sonderlich spannend, glaube ich. Also ich finde die ja nicht mal spannend beim Spielen, ne? Wie sollt ihr sie dann spannend beim Zusehen finden? Okay, anscheinend habe ich es geschafft. Wo sind wir angekommen? Ich bin sehr verwirrt. Schnell zurückgesprintet nochmal, war vielleicht noch ein bisschen zu nah dran anscheinend. Sieht hier irgendwie nicht so aus, als wäre hier irgendein Job, der gut bezahlt, aber Moment, sag nicht. Sag nicht. Ist das der Angelteich? Ist sie eins von den Bunny Girls? Das finde ich sehr, sehr lustig. Von wem ist das? Vorsicht, Yagami-san. Einer der Anführer der Caging Gang ist sein Manager hinterher. Die haben meinen Kumpel grün und blau geschlagen, nur weil er sagte, dass er dich vielleicht gesehen hat. Bitte, kannst du denn nichts dagegen unternehmen? Mist, was soll ich jetzt machen? Wir folgen... Was? Maximale Bedrohungsstufe? Hör auf damit! Ich will nicht bedroht werden! Ich muss entweder diesen Anführer besiegen oder etwas abwarten. Ja, ich warte ab. Ich habe gerade zu tun. Das... Ist der Obisch ja wohl nett. Hey Kumpel, ich will pokern. Bedrohung 100%, das ist sehr, sehr bedrohlich tatsächlich. Hallo? Ich möchte da gerne rein. Wie? Achso, ich habe einen Schlüssel dafür. Warum habe ich einen Schlüssel dafür? Ist ja verrückt. Perfekt. 99% schon noch alles in Ordnung.
Tag. Sie arbeitet gar nicht hier. Sie spielt einfach nur hier. Ich dachte mir schon, dass du mir folgst. So, fuck off. Aber wie? Ich habe irgendwie geahnt, dass du meinen Bluff auffliegen lassen willst. Dein Bluff. Hey. Verstehst du es nicht? Das ist aber nicht mein Lebensunterhalt. Du bist eine Spielerin? Ganz richtig. Eine Spielerin arbeitet nur dann, wenn sie sich danach fühlt. Wow. Das ist mein kleines Geheimnis. Verstehe. Deshalb hat dir der Gedanke, um deinen Beruf zu wetten, auch so gefallen. Alles ergibt Sinn. Am Anfang habe ich so Spaß gemacht, aber dann habe ich wieder und wieder gewonnen. Schatz, ich habe einfach ein Händchen dafür. Und als ich genug Geld gewonnen hatte, habe ich die Büroarbeit hinter mir gelassen. Dann hast du eine schwarze Kreditkarte. Ziemlich beeindruckend. Aber die anderen lenken sich die Finger, danach es rauszufinden, oder? Wenn ich bezahle, schweigst du dann? Ich kann nicht gerade zulassen, dass sich Gerüchte über meine Reichtum aus illegalen Casinos ausbreiten, wa? Na gut, okay. Ja. Ja, das würde ich auch nicht nach draußen dringen lassen. Ich sage ihnen, dass ich dich aus den Augen verloren habe. Wow. Du bist auch professionell, lässt dich mal eben bestechen. Aber ich muss schon sagen, du bist ein wirklich guter Detektiv. Deine Schlussfolgerungen waren makellos. Ich bin kein guter Detektiv, wenn... Ja, du mich bemerkt hast, als ich dir gefolgt bin. Was sagst du? Willst du nicht mal versuchen, wie du dich in meiner Branche schlägst? Bestimmt besser, als du denkst. Nein, danke. Ich könnte mich auch schlechter schlagen, als ich denke. Ja, ich bin wirklich nicht so gut darin. Aus Erfahrung sage ich das. Das war nett. Das war sehr nett. Schön. Schön. In dem Fall kehren wir jetzt zurück nach Hause, wie wir es eigentlich mal irgendwann vorhatten. So, ich bin zu Hause. Ach ja, ich bin alleine. Ich wohne alleine. Na, so ein Mist. Hello. Yagami-san. This is Sari. What's up, Sari-san? You don't usually call me. Was gibt's? Und ja, übrigens, draußen waren wirklich viele Gegner unterwegs jetzt wegen der Bedrohung. Also, wow. Ein Haufen. It keeps going to voicemail. He hasn't picked up since he left the office after talking to you. Mm-hmm. And? Didn't you say the Kyori clan was after him? Yeah, he'll be fine. I just wanted to give him a scare. Okay, still. Could you try him for me? Sometimes he ignores my calls. Maybe he'll pick up for you. Are you sure we're talking about the same guy? But I might as well. Can't hurt to try. Will ich das wirklich? Will ich ihn wirklich anrufen? Und will er wirklich bei mir drangehen? Na gut, na gut. Und ja, eigentlich interessiert es mich halt auch wirklich nicht, wie es ihm geht, ganz ehrlich gesagt. Hm. Hallo? Ist dein Telefon hier? Hat er sich noch beim Sofa versteckt oder was? The actual fuck? Oder ist eine Leiche in meinem Schrank? Das wäre nicht gut. Aus verschiedenen Gründen. Hi, Shintani here. Hey, Shintani-sensei. It's Tak. Where are you? What the... You've reached the voicemail box of the one and only Masamichi Shintani. Again, the law Der Anrufbeantworter. Shintani. Leave your legal troubles after the beep. Und seine Augen sind auch gleich mit weg. Natürlich sind sie das. Und das war das Kapitel. Ja, das war, ein gutes Kapitelfinale, würde ich sagen. Ich meine, wir haben vorher jetzt wieder viel Blödsinn gerade gemacht, wieder mit dieser Sidequest, die nichts damit zu tun hatte. Guck mal, hätten wir das nicht gemacht, wären wir vielleicht rechtzeitig angekommen und hätten ihn retten können. Mach doch darüber mal Gedanken, ja? Aber nein, wir müssen ja wieder Zeit mit blödsinnigen Sidequests verbringen. Ne? Wie gesagt, er tut mir nicht wirklich leid, ist mir eigentlich so egal, wie es ihm geht, aber... Ja, shit, ne? Der Jojo-Clan ist struck by Kyurei-Clan-Gunfire. Halt jetzt die Frage. War das wirklich der Kyurei-Clan? Ja, wahrscheinlich, ne? Hamura hat wahrscheinlich keinen Grund, es zu tun gerade. Wenn, dann würde er mich ermorden und nicht ihn. Ja. Und ich meine, er geht sowieso gerade nicht raus, aber ich meine, er könnte ja Leute anheuern, um ihn loszuwerden, bla bla. Und in Yagami's own shadow. The mole's sharp claws claim yet another victim.
Ja. Oh shit, oh shit. Kapitel 5. Vergangene Tage. Hört sich nach mehr Backstory-Stuff an, so etwa jedenfalls. Aber wir jetzt schon viel erfahren haben vor zwei Kapiteln. What do you mean he's dead? Didn't you just say everything would be okay? Stay calm, Sari-san. I'm just as shocked as you. But I think the mole is responsible. Da bin ich mir nicht sicher. Ich meine, die vom Kyurei Clan haben ja auch wollten ja auch Hamaru die Augen aus Hamura, wie heißt er nochmal, fucking hell. Die wollten ihm die Augen ausschießen jedenfalls auch. Also ich glaube, das könnte genauso gut die sein. I need time to check things out before the cops show up and take over. Please. Yeah. Okay. Thanks. Das sind jedenfalls so die beiden Möglichkeiten, die ich sehe. Ich halte beides für gut möglich. Aber wahrscheinlich wäre es interessanter, wenn es der Maulwurf selbst war, hä? Ja, denke ich auch. So. Na dann, untersuchen wir mal. Gibt's ja auch eine Katze? Das ist das Wichtigste, finde ich gerade. Erstmal. Vielleicht gerade ein bisschen unpassend, Spiel, aber. Hey, ich habe mir das nicht ausgedacht mit den Katzen. Wie komme ich denn bloß an die Katze ran, wenn sie da ist? Es gibt eine Katze, er macht. Komm schon. Wo bist du? Oder gibt es keine? Vielleicht sollte ich aufhören zu suchen gerade mal. Vielleicht sollte ich langsam aufgeben, was die Katzen angeht. Ich bin nicht gut im Suchen. Das war von Anfang an eine blödsinnige Idee. Da ist sie! Never mind, ich nehme es zurück. Ich gebe niemals auf. Außer das eine Mal, wo ich es vergessen habe. Eine schwarze Katze. Ich bin nicht abergläubisch, aber... ja. Seine Augen wurden ausgestochen, wie bei allen Opfern des Maulwurfs. Ausgestochen, okay, gut. Ja, es wäre ja ausgeschossen sonst, wenn dann, ne? Was der andere vorhatte. Ein Einschussloch, aber er wurde angeschossen. Oder nicht nur angeschossen, glaube ich. Das muss die Todesursache sein, aber so geht der Maulwurf normalerweise nicht vor. Also war es doch nicht der Maulwurf. Gut. Damn. Was ist mit Shintanis Handy? Es hat vorhin geklingelt, als ich ihn angerufen habe, aber er hat es also auf jeden Fall dabei. Na dann mal los. Suspicious. Shintani war hier drin. Vielleicht ist sein Telefon auch hier. Nein, kein Telefon. Die Vibrationen kommen von der Leiche. Okay. Ja, das weiß ich doch. Ich will in die Hosentaschen und so gucken, aber da darf ich gar nicht untersuchen. Aha. I have no fucking clue. Wo kann das denn sein? Ja, das Geräusch führt mich dahin und so am Arsch. Hey. Hä? Da? Unterm Boden? What the? Kein Blut auf dem Boden. Der Mord muss woanders begangen worden sein. Achso, ja, das ist das Übliche, ne? Das Rad vibriert, glaube ich, irgendwo. Also, ich meine, mein Controller hat vibriert. Da! Wow, da ist es. So eine Kacke. Ja, nimm's. Achso, aber ich glaube, Ben, ja. Ich bin soweit, hab die Katze gefunden und alles Wichtige angeklickt, dann bin ich immer soweit. Mehr gibt's doch eigentlich gar nicht, oder? Weiß ich nicht. Dürfte sie das? Er hat hauptsächlich gern das Büro angerufen. Die letzte Nummer ist eine andere. Ja, meine! Shintani hat sie ein paar Stunden vor seinem Tod angerufen. Mit wem hat er gesprochen? Und die Polizei ist auch schon da anscheinend. Ist das der Blödmann, den wir in der Nintendo getroffen haben? Der doch gemeint haben, ja. We received a call genau, from the der, law office. Der doch gemeint hat, von wegen. Ja, ne? Werden bald mehr Morde begangen werden von deinem Typen, den du freigesprochen hast. Ich war das nicht, bin kein Anwalt. Shintani, huh? Yeah. His name has been coming up a lot lately.
He's the reason Hamura walked, after all. Perhaps you couldn't stand his newfound fame, so you offed. Genau, das ist es. Huh? I heard you two weren't exactly on good terms. Do you greet everyone by accusing them of murder? Guess that's just how cops like you operate. Forensics will be here soon. We will need you present as a resident of the property. After that, we'll need some time to investigate. How long? We'll have to find somewhere else to stay tonight at the very least. I don't have money for that. Das ist eine Lüge, wir haben ziemlich viel Geld. Hayabe's sources aren't even that reliable. Don't know what you mean. Oh, I'm sure you do. Oh, du machst mir aber Angst. Ein bisschen vielleicht ein bisschen, ich geb's dazu. Aber wo schlafen wir heute Nacht? Sorry. I had to wait around for the cops to get here. Is Genda-sensei still at the office? Yes. He wants to talk to you about Shintani. As do I. Hoshino too. Okay, I'll head over now. Man kann ja auch gleich da schlafen. Großartig, gibt's ja auch kleine Sofas. Also von daher. Was anderes bin ich ja scheinbar eh nicht gewohnt. Warum habe ich kein Bett? Ja, das ist meine wichtigste Frage gerade. Na gut, okay, hi. Hi, hier bin ich. Seid alle gut gelaunt? Woo! Yeah! Nein? Okay. Tut mir leid. Wollt nur Strom checken. I know you've had a rough night, Yagami. But if you're up to it, can you tell us what happened to Shintani? Ja, klar, dafür bin ich hier. Das Übliche, leider. Damit ist er der Vierte, ne? Insgesamt. Nur wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es nicht der Maulwurf war, also. Sorry, ja. Son was having trouble getting in touch with Shintani. So I decided to give him a call myself, see what the deal was. But when I dialed him up, I heard the phone ringing in my closet. Shintani was killed the same way as all the others. The others? Do you mean his eyes were... gouged out, yeah. But Shintani's beef was with the Kyore clan. Why would the mole target him? I'm not so sure. It sounded like he knew something when you talked earlier. Right. Think this is some kind of Yakuza pissing contest, do ya? Come on! Ich meine, das ist wahr, aber das weiß wahrscheinlich, weil er so viel Zeit mit Hamura verbringt, oder nicht? Also hatte ich zumindest das Gefühl. He probably knew more about the mole than I did. And his source had to have been Hamura. Ja, eben. Maybe they killed him to keep their secret safe. But why did he have to push Shintani-sensei's body in your office? Ja, um auf die Nerven zu gehen, ne? Not sure. Maybe to harass me? Maybe to scare me off their trail? Maybe both. Yagami. Hmm? You might want to lay low for a bit. It's not safe for you here. Get out of town. Go somewhere quiet. If the mole comes after you next. Right. I'll do just that, Genda-sensei. Wo soll ich denn bitte hin? You know, I watched over Shintani since his first day as a lawyer. Kid had a good head on his shoulders, and a knack for the job I could never compete with. But he didn't have the guts to succeed when push came to shove. Not the most persistent lawyer I've seen. Even so, he looked up to me. Guess I took it for granted. Thought he'd always be part of the team. When I first joined, Shintani-sensei was the one who showed me the ropes. He was a reliable man. Er war mein Senpai. Oh ja. Thanks for this, Yagami. Come on, Sarikun. I'll walk you to the station. Lass du dich auch noch töten, bitte. Nicht allesamt. Feel free to stay here tonight, Yagami. Das war mein Plan, tatsächlich. What about you, Hoshino-kun? I think I'll work a little more before I head home. If you say so. Good night. Good night, boss.
Ja, wirklich? Du willst noch mehr arbeiten? Na gut, viel Spaß dabei. Oder willst du noch irgendwas von mir? Bleibst du deswegen? Make yourself at home, Yagami-san. I'll leave you the key. You've been here way longer anyway. You deserve it more than me. Aber ich arbeite hier nicht, also funktioniert das glaube ich nicht. Aber klar. Sonst noch was? Yagami-san. Gut, davon ging ich aus. Ja, über was wolltest du sprechen? Sure, what's up? Well, it's about Shintani-sensei. Immer raus damit. Ich meine, falls du noch irgendwas zu sagen hast. Yagami-san. I know you just told Genda-sensei you're gonna lay low. But that's not true, is it? You want to keep hunting down this kid? Ja, natürlich. And if I said yes? Don't worry, I won't tell Genda-sensei. But in return... Hm? I want to help you. Look for the mole. Ja, sehr ordentlich. I won't slow you down. I promise. Looking to avenge Shintani, huh? He wasn't as strong as he let on. The tough guy act was a mask he wore to hide his insecurities. Deep down, he was just weak. That's why he was going along with Hamura. Er war nicht mal eine cute Zundere, er war einfach nur ein Arschloch. I mean, who can say no to a Yakuza? And now look how it turned out. I was sitting right next to him this whole time. Yet there was nothing I could do to help. You know, I'm still young. I don't even know what kind of lawyer I want to be. Criminal? Civil? Not the slightest idea. But I know one thing. I don't want to be the kind of lawyer who sits on his hands after his friend gets murdered. Which means... Are you sure about this, Hoshino? Genda-sensei told me to lay low. If you're seen helping me... Don't worry about that. I'll defend myself in court if I need to. Now, Yagami-san, do you mind if I tag along? You'll just tell Genda-sensei if I refuse, huh? Yeah, you got that right. Not much choice then. Welcome aboard. Glad to be working with you. Well, let's get down to business. First off, I want to know what Shintani was doing before he died. And I have some evidence that may tell us just that. Ich sollte was haben, das uns einen Hinweis darauf gibt, was Shintani vor seinem Tod gemacht hat. Ja, unser Team wird immer größer, hein? Unser Team wird immer und immer größer. Also, was hat er vorher gemacht? Ja, der Anruf vielleicht, ne? Wenn wir darüber mehr herausfinden können. Shintani dialed this number earlier today. I want to know where it goes. Right. That makes sense. It's a good thing the killer forgot to take Shintani's phone, huh? This way we can see who he was calling. Aha, oder er hat's nicht vergessen, sondern absichtlich da gelassen. The killer didn't forget. Even if the phone was gone, we'd still be able to get Shintani's data from his provider. Really? I had no idea. Solltest du das nicht wissen? Yep. Na gut, okay, alles gut. I weiß ich nicht. The phone, so I'd find the body quicker. Bist ja doch nur ein Anwalt. Huh? I mean, he went through the trouble of hiding it in my office of all places. Probably wanted to cause as much chaos as possible, you know? Hey, the number got a hit in the search. It's apparently for the Advanced Drug Development Center. Okay. What the hell? What? Do you know? Nein, das klingt sehr interessant. 3 years ago. Oh. It was a pretty famous murder there. Oh. A patient was killed and their body dumped in the mountains. And the man they arrested for yep. it was named Das ist der Mord, für den du freigesprochen hast, ha? Huh? Was zur Okubo. Hölle? Okubo. Also irgendwie ist wirklich damit zusammen. Ja, das ich meine, das war klar, Wait. Aber He was your client. Das ist jetzt schon aufkommen, das wird dann irgendwas, was im vorletzten Kapitel oder so mal angesprochen wird. Center. Every two or three days, he'd stop by to pick up their dirty linens. According to the police report, it was thought he carried the body out in a bundle of sheets. Right. And you defended him in court and won. But then he got free and... You can stop there. Danke für die Erklärung. But why would Shintani-sensei have called the ADDC? Who would he even talk to? I bet we'll find out if we give them a ring. But it's getting late. You should go home. We both need some shut-eye, yeah? Yeah, we can start fresh tomorrow. Where do we want to meet? Oh, right.
We want to keep this a secret from Genda-sensei after all. There's an arcade called Charles up on Park Boulevard. That should work for da, now. Da? Warum treffen wir uns denn jetzt immer da? Okay. Das ist doch wirklich ein guter Treffpunkt, oder? Yeah, thanks. Aber gut, yeah. Anscheinend schon. Anscheinend ist es ein großer Treffpunkt jetzt. Wenn zwar jedes Mal angemalt, wenn Hamura das herausfinden würde, würde es aber wirklich Probleme bekommen. Naja, okay, meinetwegen. Du läufst doch jedes einzelne Mal, verdammt nochmal. Hä, von wem? Hi, Kim. Ja, ich weiß, er hat sich aus dem Shop gemacht. Die Prozente sind runtergegangen. Ich will ihm noch keine Redaktion erteilen, ich will einfach nur meine Ruhe haben. Deswegen gehe ich jetzt auch schlafen, gute Nacht. Ja, das scheint vielleicht einfach nur die Storyline mit Kim und diesen komischen Gangstern, die unterwegs sind, scheint vielleicht einfach nur so eine Gameplay-Mechanik zu sein. Als, ja, Rechtfertigung dafür, dass die jetzt immer auftauchen überall und auf die Nerven gehen und wieder. Das, finde ich schön. Ich werde gerne genervt von Gegnern. Ich habe schon gesagt, dass ich beim Charles treffe, ich weiß. Dann gehen wir mal direkt dahin. Oder auch nicht. Ich bin aus dem Fenster gesprungen. Ich bin doch kein Langweiler. Wieso liegt der alte Mann denn auf dem Boden? Ist der in Ordnung? Will ich jetzt wirklich wissen, ob er in Ordnung ist? Anscheinend will ich jetzt wirklich wissen, ob er in Ordnung ist. Du bist ein Freund. Ein potenzieller. Excuse me. Hey, alles klar? Brauch Beifuß. Beifuß? Hinter dem Zaun sollte welcher wachsen. Könntest du welchen holen? Was ist denn Beifuß? Okay. Wir holen Beifuß. Hallo, Beifuß. Beifuß! Ist der für deine Füße da oder so? Kannst du mal wieder laufen? Excuse me. Meinst du das hier? Ja. Kannst du den Beifuß jetzt in den Kürbis da stopfen? Bla, oder? Stopfe ihn einfach rein. Mach den Deckel drauf und schüttel ihn. Okay. Puh. Jetzt geht's mir schon viel besser. Freut mich zu hören, alter Mann. Was war das denn? Was war denn da jetzt in dem Getränk? Was? Ich nenne es ein Extrakt. Ein Extrakt. Wovon? Eigentlich handelt es sich um ein medizinisches Dekokt, aber Extrakt geht irgendwie besser über die Lippen, oder? Aber was sind meine Manieren? Mein Name ist Iyama. Ich stelle hier in Kamurocho Extrakt her und verkaufe sie. Oh, vielleicht Sachen, die mich buffen. Deshalb nennen mich Leute auch den Eremiten des Dragon's Palace. Wow, Iyama, der Eremit des Dragon's Palace. This is Yagami. Ich nenne Leute einfach Yagami. Was ist das mit diesem Dragon's Palace auf sich? Kennst du das verlassene Gebäude im Hotel District? Das ist der Dragon's Palace. Meine Apotheke ist in der dritten Etage. Eine Apotheke? Bei Fuß ist also eine deiner Zutaten? Ja, ich bin hier, um Zutaten für eines meiner Extrakte zu sammeln, aber da ging mir die Puste aus und ich bin gestürzt. Ich bin froh, dass du mich gefunden hast. Sonst hätte ich dich vielleicht nicht überlebt. Ich habe gerade einen Eremiten getroffen, der in einem verlassenen Gebäude Medizin erstellt. Echt schräg, aber eigentlich bin ich ja fast gewohnt, dass sowas passiert in meinem Leben. Na, wenn das mal nicht Agami ist. Bereit zu sterben, du Penner? Was? Die Kayin-Gang war ja klar. Hey, schau dein Hintern hier rüber. Vielleicht bekomme ich ein Buff-Item jetzt dafür. Damit ich sie richtig wegkloppen kann. Holy shit, sehen die alle buff aus. Wow, warum haben sie denn den Freak aufgetrieben? Los, schnappt euch Yagami. Mach ihn platt. Puh. Bekomme ich gar nichts dafür. Soll ich einfach nur wegkloppen? Wirklich? Langweilig. Warum nervt ihr mich? Das ist ein Nebenfall. Warum ist das plötzlich ein Nebenfall? Wie bin ich hier gelandet? Ich verstehe gar nichts mehr. Wie kann das Spiel denn so plötzlich dazwischen hin und her wechseln? So, beruhig dich und weg. Komm, steh auf. Also, du stehst, aber ich weiß, was ich meine. Mann, ich will den nicht schlagen. Nicht schon wieder diesen Muskelmann. Den finde ich ganz blöd. Komm schon, wirbel sie irgendwie wenigstens weg. Mit einem coolen Tritt und so. Das kann ich nicht. Ich kann die Kombos nicht. Manchmal schaffe ich das, aber manchmal nicht. Weiß es nicht. Warum hat er eine Bank aufgehoben? Oh, ich krieg doch einen... Gescheitert? Was? Was ist mit dem Kerl? Der ist irgendwie unbesiegbar. Du hast nicht mal einen Bruchteil seiner Stärke.
Vielleicht bekomme ich jetzt einen Bruchteil seiner Stärke. Ja, doch. Sieht aus, als steckst du in Schwierigkeiten, Yagami-san. Yama-san, solltest besser nicht hier sein. Nicht so schnell. Ich will mich wenigstens für deine Hilfe bedanken. Hier, ich habe dir das hier mitgebracht. Donnerschlag-Extrakt. Mhm. Ah, jetzt mit einer wundersamen Extrakt natürlich. Wenn du das trinkst, naja, du wirst ja gleich herausfinden. Also los, trink es. Extrakte. Wenn du ein medizinisches Extrakt trinkst, man kann Sachen auf seine Face-Buttons legen. Wusste ich nicht. Naja, Elsa-Probe gibt bestimmte Kräfte. Aha, im Kranichziel kann ich die Deckung von Gegnern durchschlagen. Das ist ja großartig. Wo ist denn das? Glücksextrakt? Oh, habe ich auch schon. Heimlich-Extrakt habe ich auch schon. Aber ich natürlich das Donnerschlag-Extrakt. Habe ich sogar schon zwei von. Ups. Ein Extrakt, mit dem du mit Kreis tödliche Angriffe durchbrichst. Oh, krass. Boah, jetzt kann ich richtig verkloppen. Im Kranich-Stil. Ist ja unglaublich. Weil das ist halt so der Nachteil, glaube ich, am Kranich-Stil, ne? Dass man halt Deckung nicht durchbrechen kann. Oder zumindest nicht so gut. Man kann schon, aber muss halt die richtigen Kombos und so bilden dafür, was ich nicht so gut kann vielleicht. So. Die Ex-Boost meinetwegen auch mal. Hätte ich vielleicht für die zweite Phase aufheben sollen, ne? Aber was soll's eigentlich? Und der hat trotzdem noch voll viel aus. Natürlich tut er das. Ich meine, da kommt es doch nicht zum Gegenangriff so richtig, aber es dauert trotzdem halt ewig. So, geht euch jetzt auch noch ein bisschen weg, wenn es geht. Erstmal so ganz kurz zwischendurch. Vielen Dank. Ach, du bist auch noch da, Ota. Ja, versteck dich doch nicht von mir. Puh. Oh, und da hat jemand ein Fahrrad. Da hat jemand ein Fahrrad. Ja, mach nichts damit. Er hält es nur in der Hand. So, noch ein halbes Fahrrad, glaube ich, oder? Jetzt ist weg. Ach, Mann. Na komm, Ogata. Ich bin bereit für dich. Bist du auch bereit für mich, ist die Frage. Ich nehme es zurück. Bin nicht bereit. Ich bin gar nicht bereit. Oh Gott. Ota, geh weg. Nächstes Mal nervt mich wirklich. So, jetzt aber bitte. Ich kann mich konzentrieren jetzt. Ach ja, ich kann auch wechseln mal eben. Auch wenn mir das Buff-Item jetzt nicht mehr so viel bringt wahrscheinlich. Aber hey, macht dafür Schaden. Wie es sich gehört. Ich habe doch gar keine coole Cutscene gehabt bei der Hälfte des Kampfes. Das lohnt sich ja gar nicht, da nicht zu verkloppen. Das ist der einzige Spaß, den ich habe. Also zumindest der größte Spaß, den ich habe. So, und den Rest mache ich so. Dreh den Kampf ganz schön weit weg, hä? Oh, ist immer noch nicht besiegt. Oh Gott, lass mich doch mal. Lass mich doch mal, habe ich gesagt. Ich springe dir jetzt über den Kopf und dann mache ich BAM. Oh, auch nicht. Er wirft mich zurück, okay. Dann mache ich halt gar nichts. Dann hau ich einfach mal da drauf. Da, weg mit dir. Das geht auch. Ist auch okay. Ich kann das Spiel eh nicht. Wie sie immer noch mit ihrem Kopf zucken, nachdem sie gestorben sind. Finde ich auch süß. Scheiße, was ist hier los? Also gestorben sind sie nicht. Ich weiß, lass mich in Ruhe. Aber so nennt man das in Videospielen. Ganz schön krasser Shit. Wie war's? Ziemlich effektiv, oder? Ja. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass es so eine Wirkung hat. Als Dank für meine Rettung bekommst du von mir den Schlüssel zum Dragon's Palace. Du kannst also jederzeit vorbeikommen. Oh, danke. Im Dragon's Palace gibt es auch ein Casino und eine Spielhalle. Woher kommt die denn? Wow, klingt, als gäbe es da einiges zu sehen. Uah, mein Rücken bringt mich noch um. Gegen die Tücken des Alters sind wohl auch meine Extrakte nutzlos. Ach Mensch, kommst du denn klar? Wenn nicht, kann ich auch gerne zum Dragon's Palace bringen. Nein, alles gut. Muss wegen mir nicht so einen Umweg auf dich nehmen. Ach, geht schon. Ich bin sowieso in die Richtung unterwegs. Das ist also kein Problem. Bist du sicher? Dann würde ich gerne auf dein Angebot zurückkommen. Na gut, dann nehmen wir ihn wohl mal mit. Können wir uns den Ort auch gleich mal angucken, wenn wir schon so viel Spannendes darüber gehört haben, ne? Wow. Hier fühle ich mich aber richtig wohl und so wie zu Hause und so. Wow, was ist das denn alles? Komm, setz dich doch. Ist das ein Eintopf? Oh, stinkt das. Will ich das wirklich trinken? Was hat er reingetan? Ah, du hast schon meinen Topf entdeckt, ha? Das ist der flüssige Grundstoff für meine Extrakte. Was ist denn das rechts da? Für einen Block einfach. Ha? Dieser komische Eintopf da? Genau. Das ist ein ganz besonderes Sud. Wenn man ihn mit den richtigen Zutaten mischt, wird daraus ein Extrakt. Die Extrakte werden so zubereitet, dass sie die Essenz der Zutaten enthalten und diese an den Körper abgeben. Hm? Du meinst so wie das Zeug, das ich da im Kampf getrunken habe?
Ganz richtig. So, und jetzt passt gut auf. Kristalle können je nachher schon ganz unterschiedliche Wirkungen haben. Siehst du die ganzen Extrakte hier? Für jedes braucht man ganz bestimmte Zutaten. Die soll ich wahrscheinlich alle bringen. Ja, ich verstehe schon. Ist auch nicht. Ich habe noch genug Zutaten für einen Extrakt. Willst du es mal versuchen? Ja, schadet sicher nicht, es mal zu probieren. Also los. Was? Oh Gott. Gegenstände, ja. Mhm. Herstellen. Steigerung der Rate großer Erfolge, 5%. Klingt gut. Sieht aus, als wäre der Sud gleich fertig. Und schon mal die Zutaten. Danke. Ja, hast du das Rezept? Da steht alles drin, was du für einen Extrakt brauchst. Wenn du noch mehr Extrakte herstellen willst, dann sammle einfach die entsprechenden Zutaten und komm vorbei, ja? Ich denk mal, ich muss vorbeikommen, das habe ich jetzt mal geraten. Wieso steht denn auf dem Rezept oben Sammelliste drauf? Ah, oh, das hätte ich fast vergessen. Es gibt ein paar Dinge, die du für mich erledigen könntest. Ah, okay. Ich kann wahrscheinlich die überall craften, aber ich kann hier vorbeikommen, um mir Sachen zu bringen. Das erhöht unsere Freundschaftsstufe und bringt mir neue Extrakte bei. Ja, ich habe das schon verstanden. Ich habe es durchblickt. Genau, okay. Schöne Kuhn wartet auf mich. Ja, eigentlich schon, ne? Eigentlich schon. So, wo bin ich hier gelandet? Und was für ein verrückten Ort. Das ist... Ja, doch, das ist direkt der Ausgang. Wo bin ich denn? Achso, auf der vierten Etage stand er da. Was gibt's denn hier noch so Spannendes? Ein Kartenspiel. Das sieht interessant aus. Das gucken wir uns nicht an. Nein, was gibt's hier? Hi, was mache ich hier? Hey, guck mal, brauchst du Holzchips? Oh, Holzchips, krass. Was gibt's hier für Preise für? Wahrscheinlich nämlich nicht sinnvoll. Das ist ja Spielpass. Ha! Ume, bekomme ich... Ein Anime-Muster? Ein Anime-Muster? Das klingt nach Spaß. Wofür ist das Anime-Muster? Also wofür sind diese ganzen Muster da? Ich will gerne ein Anime-Muster. Wie viel kosten die denn? Gib mal einfach 1000 Holzchips. Ja, kaufen. Ja. Das hat Geld gekostet, aber ich kann mir jetzt... ein Anime-Muster kaufen. Achso, ja, so. Ich glaube, das ist ein bisschen eine Sache, aber ist okay. Reicht mir dann nämlich auch schon wieder hier. Vielleicht gucken wir uns das mal anders an. Ich würde jetzt aber an dieser Stelle eigentlich sowieso erstmal in ein paar Bändern schauen. Gibt es ja auf jeden Fall verschiedene Minispiele noch auf den verschiedenen Etagen vielleicht. Ich gehe hier erstmal weg. War eine schöne Folge. Wir haben Shintani. Wir sind Shintani losgeworden, sagen wir es so. Drücken wir es aus, wie es ist. Beim nächsten Mal gehen wir dann endlich zum Charles, wie wir es eigentlich vorhatten. Ja? Würde ich mal sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Kommentar da und dann bis dann. Ciao.